Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Und die handeln heute von hehren Zielen und harschen Realitäten. Ohne Rücksicht, Brandrodung für Biodiesel. Gegen Gewalt, Untersuchungen auf Kindesmisshandlung. Im Tausch, Picasso gegen Mondrian. Die Weltklimakonferenz auf Bali ist in der Schlussphase. Und auf irgendeine Absichtserklärung wird man sich bis zum Wochenende wohl einigen. Aber die entscheidende Frage ist, werden darin verbindliche, verpflichtende Zahlen stehen? Die Europäer wollen das, die USA nicht, zumindest noch nicht. Hinter diesem Konflikt versteckt sich der Gastgeber der Konferenz und er versteckt seine eigenen Umweltsünden. Indonesiens Regierung liefert auf Bali zwar moralische Appelle in Richtung Industriestaaten, aber unweit brennt der Regenwald. Christoph Lüttgert. Bilder, die wütend machen, vor wenigen Tagen im indonesischen Kalimantan aufgenommen. Brandrodung riesiger Flächen, auf denen bis vor kurzem wertvoller Tropenwald stand, wertvoll für das Klima der ganzen Welt. Geschäftemacher werden hier ungehindert gigantische Palmölplantagen anlegen. Die Setzlinge sind schon verteilt. Zur selben Zeit auch in Indonesien, nämlich auf Bali, die Weltklimakonferenz mit 10.000 Teilnehmern. Indonesiens Präsident, er tischt seinen Gästen aus 150 Ländern eine präsidiale Lüge auf. Länder, die mit Wäldern gesegnet sind, müssen alles tun, diese Wälder zu erhalten und auszudehnen. Entwicklungsländer müssen jene Fehler vermeiden, die die Industrieländer früher gemacht haben. Aufnahmen, die die furchtbare Abfolge in Indonesien zeigen, bis heute nicht durchbrochen. Solche Tropenwälder werden abgeholzt, ökologisch wertlose, aber hochprofitable Palmölplantagen werden angelegt. Das Öl wird auch nach Deutschland exportiert. Für Margarine, andere Fette, Waschmittel, zur angeblich umweltfreundlichen Stromerzeugung und neuerdings als Zusatz für Biotreibstoff. Willy Smits, ein Holländer. Seine Mission, die Rettung von Orang-Utans, die durch die Abholzung der Urwälder in Kalimantan ihren Lebensraum verloren haben. Sie essen jetzt diesen Urwald auf in Europa, indem sie 10% ihrer Produkte in den Supermarkt mit Palmöl kaufen, indem sie Strom benutzen, der aufgeregt wurde mit Palmöl aus Indonesien, oder dass sie ihr Schweinefleisch, was aufgezüchtet wurde, mit Palmkernel essen. Orang-Utans auf einer abgeholzten Fläche, sie irren orientierungslos umher. Ganz neue Aufnahmen von Amateurfilmern. Der Konzern, dem dieses Land gehört, liefert Palmöl auch nach Deutschland und behauptet, es sei nachhaltig, also ökologisch unbedenklich hergestellt worden mit Zertifikat. Parallel zur Klimakonferenz haben sich Bundestagsabgeordnete vor wenigen Tagen das Desaster von Kalimantan angesehen. Die Situation in Indonesien ist aus meiner Sicht so, dass wir Palmöl aus Indonesien nicht nach Europa und auch nicht nach Deutschland einführen sollten. Und zwar auch dann nicht, wenn es zertifiziert ist, weil die Regierung mit den verschiedenen Ebenen momentan nicht in der Lage ist, auch zu kontrollieren, dass die Zertifizierung wirklich umgesetzt wird. Es gibt an irgendeiner Stelle immer Korruption, die dazu führt, dass eben verheerende Zustände dort da sind und die Wälder abgebrannt werden. Vor der Klimakonferenz Demonstranten mit friedlichem Protest gegen das große Geschäft mit dem Palmöl. Sie wurden ganz schnell vertrieben. Wir sind im Palmölland Indonesien. Im ach so umweltbewussten Europa, da verursachte unterdessen die EU mächtig Schadstoffausstoß. Morgen reisen die Regierungschefs zum regulären Gipfel nach Brüssel und heute flogen sie aus symbolischen Gründen einen Umweg über Lissabon. Da unterzeichneten sie feierlich den EU-Vertrag. Der ist ja gewissermaßen der Ersatz für eine gemeinsame Verfassung und Sie wissen, die hatten mehrere Länder abgelehnt. In dem Vertrag, da geht es jetzt nicht mehr um die ganz hehren Ideale. Es geht vor allem darum, dass die EU mit 27 Mitgliedern überhaupt noch funktionieren kann. Zum Beispiel soll bald unmöglich sein, dass ein einzelnes Land mit seinem Veto alle anderen blockiert. Lissabon ist also der kleinste gemeinsame Nenner und es hat 6 Jahre gedauert, ihn zu finden. Außerdem muss der Vertrag noch in allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Europa bleibt also auf der Reise. Wohin die gehen könnte, das untersucht Markus Preis. Es ist ein Ort, der nach Geschichte aussieht. Und glaubt man Europas Politikern, wurde heute hier im Jeronimuskloster zu Lissabon auch solche geschrieben.
Sie hat viel dazu beigetragen, Angela Merkel und die Unterschrift unter den Vertrag von Lissabon. Nach jahrelangem Streit hat sich die EU auf eine neue Grundlage geeinigt. Reformvertrag zwar nur statt Verfassung, doch die Hoffnungen sind groß. Ich glaube, dies wird ein wichtiger Tag für Europa sein und die Voraussetzungen schaffen, dass jetzt überall dieser Vertrag ratifiziert werden kann. Und deshalb glaube ich, dass Europa mit diesem Vertrag, wenn er in Kraft tritt, in eine neue Etappe hineingeht. Doch wohin geht die Reise? Szenario 1, Europa spricht künftig wirklich mit einer Stimme, die EU als Global Player. Der Vertrag von Lissabon schafft Europa neue Möglichkeiten. Schnell und effizient wird nun entschieden, künftig öfter mit Mehrheit. Weltweit nutzt die EU ihre Wirtschaftskraft und dank einer neuen gemeinsamen Außenpolitik redet Brüssel in den globalen Konflikten entscheidend mit. Fraglich jedoch, ob große Nationen sich in den wichtigen Fragen wirklich von Brüssel vertreten lassen wollen. Insider sagen, anders geht's gar nicht. Deutschland kann seine Interessen nicht mehr allein vertreten, Frankreich, Großbritannien auch nicht. Die drei größten von den kleineren rede ich gar nicht. Die Welt verändert sich dramatisch. Man sieht es mit dem Aufstieg von China und Indien. Man sieht es mit neuen Gefahren in unserer Nachbarschaft. Wir brauchen ein starkes Europa. Da führt kein Weg dran vorbei. Weniger ambitioniert Szenario 2. Verstärkte Zusammenarbeit, das Europa der kleinen Schritte. Der Vertrag ist unterzeichnet, doch nicht jeder ist begeistert. Für Großbritannien nahm heute nicht der Premier an der Zeremonie teil, sondern nur der junge Herr Außenminister. 10 Jahre wollen die Briten nicht mehr reden über noch mehr Europa. Die Folge? Einige Länder werden künftig allein vorangehen. Verstärkte Zusammenarbeit nennt das der Vertrag. Pilotprojekte für Europa. So hat der Euro auch mal angefangen. Es hat immer wieder einen Fall gegeben, wo eine kleine Gruppe vorangegangen ist. Sie hat dann gezeigt, dass das, was sie macht, auch Sinn macht. Und das ist ja der wirkliche Test. Wenn es nämlich Sinn macht, dann wollen die anderen Staaten auch mit teilnehmen. Und über die Zeit wächst dann diese Gruppe. Oder wird alles ganz schlimm? Szenario 3, Austritt möglich, Europa bröckelt. Öfter mit Mehrheit abstimmen, so wollen die Staatschefs Europa schneller machen. Doch die Gefahr besteht, dass sich die Minderheit überrollt fühlt. Frustration und Populismus könnten die Folge sein. Antieuropäische Proteste gestern selbst im EU-Parlament. Die Abkehr von Europa, der Reformvertrag ermöglicht es ausdrücklich, aus der EU auszutreten. Heute beginnt der Ungehorsam. Man tischt uns die Verfassung einfach nochmal auf. Wir kämpfen dagegen für Millionen Europäer. Solche Töne wollten Sie heute nicht hören, Europas Staatschefs in Feierlaune. Mit der Straßenbahn zum Mittagessen. Ab morgen liegt es in Ihrer Hand, welches Szenario Wirklichkeit wird. Von Kosovo bis Globalisierung, es gibt viel zu tun für Kanzlerinnen und Kollegen. Lissabon dürfte so gesehen vieles sein, nur nicht Endstation. Die Sachsen-LB ist gerettet, der Sachsen-MP noch nicht ganz. Der Reihe nach. Letzte Nacht einigte sich der Freistaat mit Baden-Württemberg über den Verkauf der Landesbank. Sachsen birgt jetzt noch mit 2,75 Milliarden Euro für die Risiken. Die Baden-Württemberger hatten eine Haftung von mehr als 4 Milliarden Euro gefordert. Dementsprechend war Ministerpräsident Milbrat heute Morgen trotz der langen Verhandlungsnacht erleichtert. Aber der Verkauf ist nur eine Atempause für ihn. Denn zurzeit untersucht ein Wirtschaftsprüfer, wie es überhaupt zu den faulen Krediten der Landesbank kam. Anfang des Jahres legt er seinen Bericht vor. Und dann will Milbrat auch über politische Konsequenzen entscheiden. Das heißt, über seine eigene politische Zukunft. Matthias Koch. Das freundliche Lächeln, das Georg Milbrat stets zur Schau trägt, heute Morgen auf dem Weg zur CDU-Fraktion könnte es echt gewesen sein. Um Mitternacht hatte er sich in Frankfurt in den Verhandlungsmarathon eingeklinkt. Dann war er heraus, der Kompromiss. Der Zusammenschluss von Sachsen-LB und der Landesbank Baden-Württemberg ist besiegelt, die Risikofrage vorerst geklärt. Die Landesbank hatte Milliardensummen in risikoreiche Anlagen investiert. Die spekulativsten davon sollen nun ausgegliedert werden. Dabei geht es um 17,5 Milliarden Euro. Sachsen bürgt für 2,75 Milliarden Euro und müsste im Ernstfall zuerst einspringen. Die Landesbank Baden-Württemberg sichert dann die nächsten 6 Milliarden ab. Reicht auch das nicht, müssten andere Landesbanken den Rest von 8,75 Milliarden Euro abdecken. Für den sächsischen Ministerpräsident ist die Vereinbarung zumindest finanziell Rettung in letzter Sekunde. Ich will deutlich sagen, dass die Ergebnisse bitter sind. Aber die Frage der Bewertung dieses Ergebnisses und der Verhandlungen, und nur darum geht es heute,
haben zu berücksichtigen, aus welcher Position man verhandelt hat. Zwar versicherten heute Dresdner Regierungspolitiker, dass es sich ja um eine Ausfallbürgschaft handele und mit sofortiger Nutzung nicht zu rechnen sei. Doch allein rund 20% des sächsischen Haushaltes müssten dafür herhalten, sollte die Bürgschaft fällig werden. Für die Opposition gefährlich. Für den Freistaat Sachsen ist und bleibt es ein Problem. Es wird den Haushalt strukturell über viele Jahre belasten. Der Investitionsstandort Sachsen hat einen schlechten Ruf bekommen. Und Milbrandt steht mit seinem Namen dafür, dass das so ist. Für Finanzexperten lag die Ursache der Krise schon in der unsoliden Anlagepolitik der Sachsen-LB. Müsste jetzt auch noch die Bürgschaft eingelöst werden, könnten das die Steuerzahler bitter zu spüren bekommen. Letztlich muss für Verluste von Staatsbanken der Steuerzahler bluten. Aus der Bürgschaft jetzt unmittelbar gehen keine Zahlungen für die Steuerzahler hervor. Aber in Zukunft, wenn die Ausfälle schlagend werden und die Refinanzierung bedient werden muss, dann muss natürlich aus dem Staatshaushalt Geld bereitgestellt werden. Kritische Töne zur politischen Verantwortung musste sich Milbrandt schon heute Morgen in der CDU-Fraktionssitzung anhören. Auch dort unvergessen seine Prognose vom Sommer, als der Verkauf der Sachsen-LB erst in letzter Sekunde gelang. Ja gut, das ist so, wenn der Supergau gedreht wäre, ich glaube, das ist alles zum Teufel gejagt. Ja. Daran sollte sich der Ministerpräsident jetzt erinnern, so die Opposition. Georg Milbrandt darf dieses Land keinen Tag länger regieren. Noch ist es nicht so weit und schon könnte neues Unheil drohen. Die Europäische Kommission prüft, ob es sich bei der Bürgschaft um eine Staatsbeihilfe handelt. Die wäre nach EU-Recht unzulässig. Zur Sachsen-LB auch der Kommentar von Jürgen Osterhage vom Mitteldeutschen Rundfunk. Eine schöne Bescherung ist das. Das Finanzdebakel um die Sächsische Landesbank hat im Wesentlichen drei Verlierer. Erstens das öffentlich-rechtliche Bankensystem. Die einzige ostdeutsche Landesbank mit gerade mal 600 Mitarbeitern macht spekulative Geschäfte in Höhe von mehr als 40 Milliarden Euro und verzockt sich. Versagt haben aber nicht nur größenwahnsinnige Manager, sondern vor allem auch Bankenaufsicht und Aufsichtsräte, die diese riskanten Spekulationsgeschäfte nicht stoppten. Die Sachsen-LB ist dabei leider kein Einzelfall, wie andere frühere Beispiele der Berliner Bankgesellschaft und West-LB zeigen. Das öffentlich-rechtliche Bankensystem gehört reformiert. Zweiter Verlierer Sachsen. Stets galt der Freistaat als Musterland in Ostdeutschland. Als erstem Bundesland neben Bayern gelang es sogar, die Neuverschuldung zu stoppen und mit der Schuldentilgung zu beginnen. Doch die milliardenschwere Bürgschaft für den Notverkauf der Landesbank ist eine große Hypothek für die Zukunft. Ohne neue Schulden können die Finanzrisiken nicht abgedeckt werden. Es ist die brutale Wertberichtigung eines ganzen Landes. Dritter Verlierer, Ministerpräsident Georg Milbrandt. Einst promovierte er in Münster über die Theorie der optimalen Schuldenstruktur des Staates unter Einbeziehung der Notenbank. In den 90er Jahren konnte er seine Theorien in Sachsen anwenden und beispielsweise eine eigene Landesbank gründen. Stets verteidigte er den späteren Umbau von einer Förderbank zu einer Investmentbank. Der Ruf des promovierten Volkswirtes, ein umsichtiger Finanzpolitiker zu sein, ist beschädigt. Fazit: Die Milliarden der Landesbank lasten schwer auf dem öffentlich-rechtlichen Bankensystem, auf dem Freistaat Sachsen und auch auf Ministerpräsident Georg Milbrandt. Eine schöne Bescherung ist das. Jürgen Osterhage kommentierte: Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung zweier führender Forschungsinstitute im kommenden Jahr deutlich abschwächen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Marc Bator. Das Münchner IFO-Institut und das IFW in Kiel hatten bislang etwa 2,5% Wachstum prognostiziert. Nun rechnen sie nur noch mit 1,8 bis 1,9%. Die Forscher erwarten dennoch 2008 weniger Arbeitslosigkeit. Einen Grund für die konjunkturelle Abschwächung sehen sie in den Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Immobilienkrise in den USA. Die Furcht vor weiteren Folgen der amerikanischen Immobilienkrise beschäftigt auch die Aktienmärkte. An der Wall Street in New York gab der Dow Jones Index zunächst nach, drehte dann aber ins Plus und schloss bei 13.517. Der DAX in Frankfurt sank auf 7.928 Punkte. Mehr von Michael Best.
im anfälligen Gefühlshaushalt der Börsianer gewinnt wieder die Besorgnis überhand über die Zuversicht. So ist der DAX wieder unter 8.000 Punkte gerutscht. Bankaktien hat es erwischt, auch Stahlproduzenten und Autoaktien fallen. Die längst nicht ausgestandene Finanzmarktkrise, die Angst vor einer Rezession und ein erneut anziehender Ölpreis lasten auf der Stimmung. Rohöl der Nordseesorte Brent notiert mit 92,50 wieder deutlich über 90 Dollar pro Barrel. Der Rückgang auf 87 Dollar vorige Woche hatte Hoffnung geweckt, dass sich der Markt entspannt zu früh. Irgendwie passt das Bild nicht zusammen. Teures Öl spricht eigentlich für eine intakte Weltkonjunktur. Aber momentan geht so einiges ziemlich durcheinander. Deshalb spielt die Börse Jojo mit den Aktien. Die Zahl der Lehrstellen ist erneut gestiegen. Bundesweit wurden von Oktober 2006 bis Ende September 2007 rund 626.000 Verträge abgeschlossen. Das ist ein Plus von 8,6% im Vergleich zum Jahr davor. Kritik kam von der IG Metall. Fast alle zusätzlichen Stellen seien im außerbetrieblichen Bereich geschaffen worden. Der Wehrbeauftragte des Bundestages Robbe hat eine bessere Bezahlung für Bundeswehrsoldaten gefordert. Zwei Drittel von ihnen gehörten zur unteren Einkommensgruppe in der Gesellschaft. In der Debatte zu seinem im März vorgestellten Bericht betonte Robbe erneut, der Zustand der Kasernen sei zum Teil katastrophal. Um den Schutz der Schwächsten ging es auch heute im Bundestag. Den Schutz der Kinder vor Missbrauch oder Vernachlässigung. Die Fälle der letzten Monate führen nun also zu politischen Konsequenzen. Die größere Aufmerksamkeit hat angestoßen, dass der Bundestag die Vorsorge verbessern will. Er beschloss ein 37-Punkte-Programm für verbesserten Kinderschutz. Und dazu gehören unter anderem ein soziales Frühwarnsystem und mehr Hilfen für Risikofamilien. Außerdem wollen fast alle Parteien den Kinderschutz auch im Grundgesetz verankern. Aber dieser Punkt ist noch umstritten. Georg Link. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, fordert der Kinderschutzbund. Und das soll nun auch mit ins Grundgesetz. Wenn die Kinderrechte bekannt werden und in der Verfassung stehen, weiß jeder, also auch in der Nachbarschaft, dass zum Beispiel Kinder gewaltfrei zu erziehen sind. Und wir versprechen uns schon davon, dass die Aufmerksamkeit steigt. Also dass einfach der Blick auf die Kinder noch mal größer wird. Im Bundestag kleines Publikum, aber große Sympathien. Es kann doch nicht angehen, dass unsere Verfassung die berechtigten Interessen der Tiere schützt und wir in diesem Hause immer noch darüber diskutieren, ob Kinderrechte in die Verfassung gehören. Die Union aber ist anderer Meinung, ein neuer Artikel im Grundgesetz sei nicht so wichtig. Verpflichtende Vorsorgeuntersuchung will sie, wie alle anderen auch, die Jugendämter besser ausstatten, die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen. Die Erfahrung zeigt leider, dass die Eltern, die uns in der Vergangenheit mit ihrem Verhalten besonders erschüttert haben, den Blick ins Grundgesetz nicht getan haben. Und die zuständige Ministerin, die schwieg lieber in der Debatte. Sie will es sich in dieser Frage nicht erneut mit Teilen ihrer Fraktion verscherzen. In ihrem Herzen ist sie wohl nahe bei ihrer Kabinettskollegin von der SPD. Die macht Druck für eine Grundgesetzänderung. Es kann natürlich im Einzelfall nichts nützen. Aber eine solche Regelung im Grundgesetz führt natürlich dazu, dass in bestimmten Situationen sowohl die Gerichte den Aspekt der Gewaltfreiheit beispielsweise besonders berücksichtigen müssen, als auch bei staatlichen Entscheidungen, wohin Geld gegeben wird, dieses Recht von Kindern mit in den Abwägungsprozess verstärkt einfließen muss und von daher mehr Personalmittel hoffentlich dann auch bereitgestellt werden. Mehr Geld, das wünscht sich auch der Berliner Kinderschutzbund. 1.000 Anfragen und Beratungen für Eltern und Kinder gibt es hier pro Jahr, aber nur 2 Stellen für Sozialpädagogen. Stellen streichen bei Beratungsstellen und Jugendämtern, das gehe nicht mehr. Gesundheitssystem, Schule, Jugendhilfe, Kita müssen enger miteinander zusammenarbeiten. Und da gibt es ja auch erste Konzepte auf Länderebene. Die müssen jetzt natürlich aber auch umgesetzt werden und die werden Geld kosten. Jetzt sei es bei den Kinderrechten Zeit für große Sprünge, aber nicht mit leerem, sondern vollem Beutel. Die Statistiken des Bundeskriminalamtes zeigen, dass sich die Zahl der Kindestötungen in den vergangenen Jahren kaum verändert hat. Aber die Dunkelziffer von Kindesmisshandlungen, die ist vermutlich hoch. Da, wo Fälle ans Licht kommen, versuchen die Behörden alles, um den Kindern so schnell wie möglich zu helfen. So wie in der extra dafür eingerichteten Kinderschutzambulanz in Jena. Dort arbeiten alle Experten Hand in Hand. Kinderchirurgen, Rechtsmediziner, Psychiater, Gynäkologen, Radiologen. Und alle haben viel zu tun, obwohl viele sich scheuen, verdächtige Fälle zu melden.
Denn was sind Alarmzeichen und was normale Verletzungen? Eva Altmann hat die Kinderschutzambulanz besucht und sie bekam dabei auch einiges zu sehen, das nur schwer zu ertragen ist. Die Chefin der Kinderschutzambulanz und die diensthabende Ärztin eilen zu einem Notfall. Ein Junge hat sich beim Fußball verletzt. Wahrscheinlich ist das Handgelenk gebrochen. Offensichtlich ein Unfall. Kein Verdacht auf Misshandlung. Doch die Ärzte haben immer ein waches Auge, sind geschult und erkennen etwa wöchentlich verdächtige Verletzungen. Wie hier die Röntgenbilder eines 6 Monate alten Babys. Also sehen wir hier eindeutig eine Spiralfraktur, Humerus. Ein frisch gebrochener Arm. Die Ärzte werden hellhörig, suchen und finden mehr. Auch die Schulter des Babys war schon gebrochen, vor einigen Wochen. Die Mutter kann zu beiden Unfallmechanismen keine Angaben machen. Das heißt, man muss sehr davon ausgehen, dass es sich hier um eine Misshandlung handelt. Bei so einem Verdacht rufen die Ärzte Experten herbei. Hier die Ärztin der Rechtsmedizin Jena. Misshandlung ist ein schwerer Vorwurf. Verletzungen kann man unterschiedlich deuten, sich irren. Deshalb untersuchen die Kinderärzte die kleinen Patienten nochmal mit den Fachleuten zusammen. Hier ist die Sache klar. Eine Kindsmisshandlung ist in diesem Falle sehr wahrscheinlich, weil kindliche Knochen sehr biegsam und elastisch sind und es sehr viel Gewalteinwirkung braucht, um eben eine Fraktur hervorzurufen. Rund um die Uhr können Nachbarn, Jugendarbeiter oder Polizisten eine Hotline anrufen, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind misshandelt wird. Privatpersonen bekommen den Rat, ein Amt zu informieren. Sozialarbeiter oder Polizisten bringen die Kinder dann her. Kinderchirurgen hatten die Ambulanz ins Leben gerufen, nachdem sie Fälle wie diesen gesehen hatten. Ein 1-jähriges Mädchen, fast erwürgt, nachdem es oral missbraucht wurde. Alltäglicher sind Verletzungen wie diese, Blutergüsse, zugefügt von prügelnden Eltern, geschwollene oder gebrochene Arme. Auch die Kinder studierter, angesehener Leute werden hier eingeliefert. Das hängt wirklich nicht damit zusammen, in welchem sozialen oder intellektuellen Umfeld jemand groß wird, sondern das sind ganz sicher schwere psychische Deviationen oder Abweichungen bei den Eltern, die in jeder Schicht vorkommen können. 5 bis 7 misshandelte Kinder pro Monat allein in Thüringen. Und die Ärzte vermuten, dass sie nur die Spitze des Eisbergs sehen. Helfen würde, wenn wir uns entscheiden könnten, wieder Institutionen einzuführen, so wie es sie beispielsweise in der ehemaligen DDR gab, wo es einen Bereichspädiater gab, der sein Umfeld sehr genau kannte, der auch die kritischen Familien sehr genau kannte, wo es eine Mütterberatung gab, wo eben der zuständige Kinderarzt wusste, die Frau hat entbunden, die muss jetzt kommen, wenn sie nicht kommt, muss was passieren. Eine Schutzambulanz als Anlaufstelle bei Verdacht hilft, die Qualen von Kindern zu verkürzen. Vermeiden kann sie sie nicht. Die Schweiz hat nach den Turbulenzen der vergangenen Tage jetzt wieder eine vollständige Regierung. Mehr dazu mit Marc Bator. Die Finanzexpertin der Schweizerischen Volkspartei, Evelyn Widmer-Schlumpf, ist als Justizministerin vereidigt worden. Sie war gestern vom Parlament anstelle ihres umstrittenen Parteikollegen Blocher gewählt worden. Heute früh nahm sie an. Daraufhin schloss die SVP-Fraktion sie aus. Der abgewählte Blocher kündigte eine umfassende Opposition an. Er werde sich weiter in der Politik engagieren. Jetzt könne er wieder sagen, was er denke. Durch den Tropensturm Olga sind in der Karibik mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende Bewohner der Dominikanischen Republik mussten vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. 76 Ortschaften wurden von der Außenwelt abgeschnitten. Olga bewegt sich jetzt in abgeschwächter Form auf die mexikanische Halbinsel Yucatan zu. Die deutschen Handballfrauen haben das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Sie setzten sich in Paris gegen das Team aus Angola durch mit 36:33. Janne Schäfer aus Wolfsburg ist zum 3. Mal hintereinander Kurzbahn-Europameisterin über 50 Meter Brust geworden. Sie siegte bei der Schwimm-EM im ungarischen Debrecen zeitgleich mit der Russin Julia Jefimova. Auch die deutsche Lagenstaffel der Männer mit Markus Deibler, Thomas Rupprath, Steffen Deibler und Johannes Dietrich holte den Kurzbahntitel, sie sogar zum 8. Mal in Folge. Abstrakte Kunst ist oft schwer zu enträtseln und manche lehnen sie deshalb vorschnell ab oder verdächtigen die Schöpfer, gar nicht richtig, also gegenständlich malen zu können. Nun gleich können Sie einen Baum sehen, zunächst als Gegenstand und dann immer mehr reduziert auf seine wesentlichen Linien. Die Kunst des Weglassens,
bis zur Abstraktion. Die Originale von Piet Mondrian hängen ab morgen bis zum 30. März im Museum Ludwig in Köln. Solche Sonderausstellungen, die sind natürlich teuer. Schon die Versicherung der wertvollen Gemälde verschlingt normalerweise Unsummen. Aber das Museum Ludwig und seine Partner im niederländischen Den Haag fanden eine Lösung. Sie tauschten einfach ihre Sammlungen aus. Ute Pauling über einen ganz besonderen Kunstgriff. Der Ausstellungsmacher Franz Kaiser greift lustvoll zu. Mehrere hundert Picassos sollen ab Samstag im Den Haager Gemäntemuseum zu sehen sein. Alles Originale aus der drittgrößten Sammlung der Welt. Sie kommen aus Köln, aus dem Museum Ludwig. Eine komplette Ausstellung aus einer Hand. Ein absolut seltener Vorgang. Jedes Mal, wenn man ein Bild irgendwo, New York, Moskau, wo auch immer, abholen muss, ja, dann muss dann eine Extrakiste für gemacht werden. Dann muss dann ein Kurier und ein spezieller Transport für organisiert werden. Das ist ja teuer, aber jetzt kam alles von einem Ort. Aus Köln, das ist noch nicht mal so weit weg. In Köln sind nur noch wenige Picassos zurückgeblieben. Dafür macht das Museum Ludwig jetzt Start mit den wichtigsten Werken Piet Mondrians, einem Zeitgenossen und Freund von Picasso. Ein geschickter Schachzug der beiden Häuser. Hier gibt es sozusagen einen bilateralen Tausch auf höchstem Niveau, wo beide ganz idealistisch sagen, wir repräsentieren uns selber in dem Nachbarland und tun das auf dem höchsten Niveau möglich. Und das ist auch interessant eben für die Besucher, hier am Ort wie aber auch in Holland. Die künstlerische Entwicklung des Holländers ist das Kernstück der importierten Gemälde. Wer kennt schon die Landschaften des frühen Mondrians oder seine Windmühlen, die alle Stile und Einflüsse wiedergeben und am Ende beträchtlich reduziert in der Form, aber auch in der Farbe den Weg zur Abstraktion sichtbar machen. Ganz ähnlich seine Bäume aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Das Gemäntemuseum hat eben eine außergewöhnliche Sammlung, wo der Weg hin zur Abstraktion lückenlos sozusagen nachvollziehbar ist. Also für Besucher, die interessiert und offen sind und relativ wenig Vorkenntnisse haben, können ein ganz fantastisches Erlebnis haben. Kein Bild, aber doch ein Mondrian, sein Atelier. Es lässt sich betreten. Es ist der getreue Nachbau seiner Pariser Wohnung an der Rue des Parcs 26. Inbegriff einer mondrianischen Ästhetik. Ein Leben mit der Linie, dem Winkel und dem Quadrat. Zusammen mit den drei Grundfarben wurden sie zu seinem Markenzeichen. Bei Jörg Kachelmann, da geht es gleich um subalpine Hügelzüge zwischen Grau und Blau. Die Wettervorhersage als sprachliches Gesamtkunstwerk. Sachlicher geht's dann später in der Tagesschau zu um 2.10 Uhr. Das waren die Tagesthemen. Wir melden uns morgen wieder dann um 23.10 Uhr. Bis dahin alles Gute.